Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder vielleicht sogar neu auf meinem Kanal. Heute möchte ich gemeinsam mit euch in meine Klossi-Box, ich bin so neugierig für den Monat Mai, reinstöbern. Die ist bei mir angekommen. Ich habe in der E-Mail gelesen, dass es Variation Nummer 7 ist, weiß aber noch gar nicht, was in Variation Nummer 7 ist, und das finden wir natürlich jetzt einmal gemeinsam raus, und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich liebe diesen, schreibt mir gerne, ob es euch auch so geht, ich liebe diesen Zip-Moment, um das Ganze zu öffnen. Und oh mein Gott, ich glaube, sie haben wieder Boxen wieder verwertet, denn ich habe hier, oh, die hatten wir doch schon mal, so eine wunderschöne Box mit drin. Natürlich ein bisschen Werbung, die ich jetzt nicht mit euch durchschaue, aber wann war das? Das ist noch nicht so lange her. Da hatten wir doch dieses wunderschöne Boxendesign. Oh mein Gott, die ist so, so hübsch, oder? Da freue ich mich auch, weil ich sehr gerne Geschenke und sowas in diese Boxen reinpacke. Und das finde ich jetzt gerade ganz cool, weil man das ja wunderbar auch weiter verschenken kann. Auch wenn man hier so einen anderen Klebi einfach hinmacht oder so. Und ja, ich schwärme schon von außen für die Box, und ich bin gespannt, was wir aber in der Box haben. Time to feel free heißt wohl das Motto, was wir hier einmal auf dem Kärtchen haben, ne? Und unseren Code, den wir dann einmal scannen können. Too busy creating my dream life. Oh mein Gott, das ist so süß. Oh mein Leute, ich sag's euch. Manchmal ist man einfach ein wenig too busy, und ich glaube, das geht uns allen so. Die Zeit rennt so schnell einfach davon, und manchmal hat man keine Zeit für nichts, sage ich immer. Hier einmal das, und da werde ich dann später mal scannen, was man noch für Alternativprodukte und sowas drin haben könnte. Dann kommt hier unser Schleifchen, und ich meine, ich entdecke hier schon eine Maske. Ich meine, ich bin mir nicht sicher. Diesen Klebi, hoffnungslose Zerstörung an dieser Stelle, und das ist schon mal mega und passt für diese, wirklich, für diesen Monat, finde ich auch perfekt. Leute, macht euch ran. Wir haben bald wirklich, beziehungsweise wir haben ja schon so schöne Tage teilweise. Es ist Flip-Flop-Wetter oder Barfuß-Wetter, und da braucht man das einfach. Ich habe meine schon gemacht. Ich bin schon einmal durch mit Peelen. Denn wir haben hier eine Peeling-Maske für die Füße drin von Schäbens. Von Schäbens habe ich noch nie so eine Peeling-Maske probiert. Die ist einmal mit sanften Peeling-Körnern, entfernt schonend abgestorbene Hautschüppchen bis zu 200% mehr Feuchtigkeit, nicht nur 100. Ne? Wir steigern das Ganze aufs Doppelt. Es geht doch gar nicht mehr wie 100, oder? Ich weiß es nicht. 200% Silica Peeling Shea Butter. Zwei Einwegsocken in einer Einheitsgröße. Das sind ja immer diese, wo man sich so Plastikfüßchen, ne? Ich mache da meistens noch Socken drüber und flitze dann immer weiter im Haus, weil ich sonst wahnsinnig werde. Das rutscht nämlich immer sonst davon. Und mit Socken geht das wunderbar. Rutschgefahr beim Laufen steht auch extra drauf. Ein kleines Achtung. Das Ganze sollt ihr 15 bis 20 Minuten einwirken lassen, euch vorher die Füße befeuchten. Und einmal was Peeling zu verstärken, danach Fußmasken entfernen, Rückstände mit einem Kosmetiktuch abnehmen oder abwaschen. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, weil ich wasche das immer ab, weil das müffelt auch meistens so ein bisschen. Ein- bis zweimal wöchentlich anwenden. Oh, also da bin ich sehr gespannt drauf, werde ich gerne machen. Ne? Auch wenn meine Füßchen so langsam schon wieder Richtung wir werden wunderschön für den Sommer sind, ist sowas immer cool. Dann, oh mein Gott, Leute, 1, 2, 3, 4, 5, wir haben 6 Produkte tatsächlich drin. Ein ganz kleines süßes, oh mein Gott, von Foamy ist hier was drin. Und zwar ein festes Shampoo mit Arganöl für trockenes und widerspenstiges Haar. Mein Haar ist sehr, sehr widerspenstig. Ich habe versucht, heute irgendwie zu bändigen, aber Leute, bei mir ist der Frizz im Moment sehr, sehr aktiv. Ich bin immer noch kein Freund von festen Shampoos. Einfach nicht so unbedingt.
Ich weiß nicht. Alles andere feste Sachen sind bei mir schon tatsächlich eingezogen, aber Shampoo ist immer noch so eine Sache, wo ich denke, ist irgendwie nicht meins. Gerade weil ich ja auch lange Haare habe, ne? Hier geht es ja noch ein Ticken weiter da unten, ne? Ist das halt immer so eine Geschichte. Wobei man soll sich ja auch nur die Kopfhaut schamponieren und dann in die Längen. Aber ne, ja. Ihr wisst mein Dilemma vielleicht. Jeder mit langen Haaren weiß jetzt. Bei kurzen Haaren, weil Schatzi benutzt die auch, funktioniert das übrigens so, so gut mit diesen festen Geschichten. Sollt ihr befeuchten, direkt auf das nasse Haar reiben und mit feuchten Händen aufschäumen und dann abspülen. Ja, ich wollte schnuppern, ne? Packe ich es wieder zurück. Sieht übrigens sehr spannend aus, diese Form. Riecht nach Arganöl, würde ich behaupten. Jetzt kein mega besonderer Duft, aber sehr lecker vom Duft her, also sehr angenehm, aber jetzt nichts, wo ich sage, oh, das riecht nach oh, Meer. Dann, oh mein Gott, wo mache ich denn hier weiter? Hier ist ganz schön viel Grissel drin. Glossy Box, da wurde nicht gespart. Ich sehe hier was von Kueschi. Kueschi, wie wird das denn ausgesprochen, ne? Einmal, so schaut das aus. Und das ist ein kleines Duschgel mit Kokosnuss. Das ist sehr cool. Ich mag ja Kokosnuss. Gerade im Sommer ist das irgendwie so ein Duft, der natürlich präsenter ist, aber ich mag den auch das ganze Jahr. Nur nicht am Stück, weil dann habe ich den auch mal über. Ne? So gern man Kokosnuss auch mag, außer Antje, irgendwann hat man den dann so ein bisschen über. Hier auf jeden Fall so ein kleines Duschgel, das kann man ja immer gebrauchen, ne? So schaut es aus. Schön hier mit Kokosnussschalen einmal drauf und ja, werde ich gerne austesten. Ist für mich ein okay Produkt. Dann kommen wir zum nächsten und das ist ein Gel-Lip Liner von Epil. Epil? So schaut der einmal aus in einer schönen braunen Farbe, so rot. Bräunlich anscheinend, ne? Sieht man ja immer hier so ein bisschen unten. Und ich, oh Leute, diese Zippies hier immer, wirklich, was ist das? Die kriegt man so, so super immer auf. Oh Gott, ich mache das meistens mit einer Pinzette, aber jetzt fragt mich nicht, wo in meinem Chaos hier irgendwo eine Pinzette liegt. Deswegen kämpfe ich mich hier gerade gemeinsam mit mir. Ihr bleibt hier dran. Hier wird gemeinsam gekämpft. Auf jeden Fall versuche ich dieses Teilchen hier abzukriegen. Und Leute, sitzt ihr genauso wie ich jetzt auch immer da? Ich habe hier so ein Stück jetzt schon entfernt. Ja, wunderbar. Mit ganz viel Gefühl reißt es trotzdem ab. Aber ich glaube, wir sind so weit, dass wir ihn öffnen können. Und wirklich, das hier ist so eine Sache, wo ich immer denke, spart euch doch das Plastik. Ja, ich weiß, wir produzieren genug Plastik und ich brauche mich da auch nicht rausreden, ne? Aber da kann man doch ein bisschen sparen. Hier ist auf jeden Fall die Farbe Naked, so ein schönes Brauntönchen hier. Oh, nicht so schönes Brauntönchen. Ich habe ihn nur geswatcht, der kann noch weiter wandern, ne? Einmal diese Farbe, das ist gar nicht meins. Das ist gar nicht meine Farbe. Die ist sehr hell, ne? Und ich bin ja eher so, gib mir ein bisschen mehr Color auf den Farben, weil ich immer finde, sowas steht mir nicht. Meine persönliche Meinung. Es gibt ja eigentlich diese Theorie. Also ich werde jetzt, also ja, es gibt jetzt diese Theorie, wie ich mich immer stoppe beim Reden, weil ich einfach so am Quatschen bin, dass man die Lippenfarbe seinen Brustwarzenhoffarben anpassen soll und das dann die perfekte Farbe für einen wäre. Habt ihr das mal ausprobiert? Also ich finde bei mir, nee. Und ne, einmal diese Farbe finde ich gar nicht schön. Dann haben wir aber hier noch zwei Produkte und ich glaube, die mag ich. Ich glaube, die feiere ich wieder. Das ist einmal hier noch ein bisschen mehr dekorative Kosmetik und zwar von Floss. Da hatten wir schon so diverse Sachen auch drin, unter anderem auch so kleine Lidschattenpaletten. In dem Falle haben wir aber einen kleinen Highlighter, Brighten Up. Jetzt hoffe ich natürlich, die Farbe Sunlight ist eine schöne Farbe, die auch schön in den Sommer passt und nicht so eine kühle. Oh,
Okay, die schaut einmal so auf. Ich könnte ja mal das Deckelchen abmachen, dann sieht man das, glaube ich, noch ein bisschen besser. So schaut nämlich die Farbe jetzt einmal davon aus. Ich glaube, etwas goldener. Oh, der ist ganz weich, Leute. Also fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an von der Textur und ist richtig golden, ne? Also so ein richtig schöner goldener Highlighter, der auch schön rumschiftet, ne? Also kann ich mir gut vorstellen. Ich mag die Textur gerade, wenn ich hier so mit dem Fingerchen reingehe, ist echt schön cremig. Da bin ich mal gespannt, wie der mir stehen wird. Werde ich auch gerne austesten. Und dann haben wir hier so ein kleines Highlight in der Box, finde ich. Und zwar von Dr. Barbour haben wir was drin. Ich feiere ja auch, wenn Ampullen immer von Barbour drin sind. Aber natürlich auch andere Produkte. Und das ist eine Awakening Eye Cream. 15 ml, das heißt Full Size. Und ich glaube, hier haben wir dann richtig, richtig tollen Wert. Ist hier übrigens Clean Formance, steht noch drauf. Eine schöne grüne Tube mit so einer Spitze, wo man sich dann das Produkt rausnehmen kann. Habe ich vorher noch nicht getestet. Sind 95% natürliche Inhaltsstoffe auf jeden Fall drin. Soll aufhellen und hydratisieren. Und Vitamin B ist noch mit dabei und soll natürlich auch gegen dunkle Augenschatten und feine Linien helfen. Also ein sehr, sehr cooles, spannendes Produkt, gerade von Barbour hier einmal mit drin. Und ne, das als letztes Produkt haut natürlich auch sowieso die ganze Box noch mal ein bisschen raus. Dann haben wir halt so ein kleines Duschgel, was eben auch immer geht. Ein Highlighter. Da bin ich echt gespannt. Der gefällt mir so gut von der Textur her. Da freue ich mich auch mega drüber. Ein bisschen was für die Füße. Und ein kleines festes Shampoo, das man zur Not auch wunderbar zum Rasieren benutzen kann. Und einen Lip Liner, der, glaube ich, die meisten auch tatsächlich ansprechen wird. Einfach nur nicht so mein Farbschema ist. Deswegen, ne? Es kann nicht immer alles perfekt auf einen abgestimmt sein. Auf jeden Fall findet man immer spannende, coole Produkte in den kleinen Beauty-Boxen. Und mir macht das immer Riesenspaß, da einmal reinzustöbern. Ich meine, preislich lohnt sich das natürlich auch immer. Ich blende euch hier auch mal gerade den Gesamtwert ein. Und bin gespannt, wie immer, auf eure Meinung. Und wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag, Nachmittag. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Sonnenschein, ob von außen oder vom Herzen. An dieser Stelle euch allen ganz viele Knutschis und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!